Christian Dürr. Endlich, ne? Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat gesagt, die Entscheidung, die Schulen zu schließen, würde er heute nicht mehr treffen. Ich teile das übrigens ausdrücklich, und deswegen bin ich dankbar, dass die schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen auch bei steigenden Corona-Fallzahlen eine Bildungsgarantie ausgesprochen hat. Das ist der Kurs, den die Menschen brauchen, und die Zuversicht für unser Land, meine Damen und Herren. Das erwarte ich auch von anderen. Und der Kollege Bergkäcker, ich kann an Ihre Rede an der Stelle anknüpfen. Stichwort Abfluss von Haushaltsmitteln. Die Frage ist ja nicht nur, was die Länder tun können, sondern was der Bund tun kann. Und wie viele Familien mussten in diesen Wochen des Lockdowns Homeschooling und Homeoffice zusammenbringen und wussten, wie schwierig das ist? Und das darf nicht mehr passieren. Die Bundeskanzlerin hat am Mittwoch hier in der Generaldebatte gesagt, wir haben schmerzlich gesehen, dass Schule und Kita da nicht auf Stand sind. Na, das ist eine ganz interessante Erkenntnis. Vom Digitalpakt für Schulen, da sind 5 Milliarden Euro Haushaltsmittel drin. 5 Milliarden Euro, davon ist 1% gerade mal abgeflossen, meine Damen und Herren. Und ich frage Sie, Herr Scholz, was tun Sie dagegen? Es reicht doch nicht, auf die Bundesländer zu verweisen. Sie als Bundesregierung tragen Verantwortung für die Familien im Land. Ich erwarte, dass diese Mittel eingesetzt werden im Digitalpakt, und Sie tun nichts bisher. Zeigen Sie einen Plan auf. Wie viel besser? Ja, die Kollegen der SPD, das finde ich jetzt sehr interessant, dass Sie jetzt dazwischenrufen, gerade wo Frau Stadler diese Rede hier gehalten hat. Herr Binding, es reicht mir nicht mehr aus, dass eine Bundesregierung jede Verantwortung von sich wegschiebt und auf die Bundesländer verweist. Sie haben diese Bund-Länder-Vereinbarung mit unterschrieben. Da müssen 32.000 Schulen in Deutschland einen Medienplan vorlegen, bevor sie das abrufen können. Die Kinder brauchen endlich iPads, meine Damen und Herren. Das muss das Ziel der Politik in Deutschland sein. Herr Dürr, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Hendricks? Ich freue mich darauf. Sehr gerne, Frau Kollegin. Bitte mit Mikro. Nein. Keine Sorge, Otto Fricke. Herr Kollege Dürr, Sie haben doch wahrgenommen, dass es uns im vergangenen Jahr dann gelungen ist, das Grundgesetz zu ändern, damit die Bundesrepublik Deutschland als Bundesregierung überhaupt in der Lage ist, den Ländern beizustehen bei der Finanzierung von Bildungsausgaben. Ich kann jetzt im Moment gar nicht sagen, doch, Sie haben dann schließlich auch der Verfassungsänderung zugestimmt. Richtig, auch in den Ländern war es nötig, dass Sie zugestimmt haben. Das war aber die Voraussetzung dafür, dass der Digitalpakt Schule überhaupt wirksam, überhaupt erst mal aufgelegt werden konnte, folgedessen in einem zweiten Schritt erst wirksam werden kann. Und ich muss Ihnen doch nicht erzählen, oder Sie wären hier falsch am Ort als Bundestagsabgeordneter, dass unsere föderale Ordnung darauf beruht, dass die Finanzmittel, die der Bund zur Verfügung stellt, über die Länder den Kommunen in diesem Fall zufließt, weil die Kommunen wiederum in den Ländern für die Ausstattung von Schulen verantwortlich sind. Und natürlich, die Lehrer werden von den Ländern bezahlt, aber die Ausstattung von Schulen geschieht durch die Kommunen. Das ist in allen Bundesländern gleich. Und der Digitalpakt Schule gehört nun mal zur Ausstattung von Schulen. Anders kann man das nicht werten. Wenn Sie das nicht wissen, dann dürften Sie nicht Bundestagsabgeordneter sein. Herr Dürr, vielen Dank, Frau wenn Sie wollen, können Sie darauf jetzt antworten. Das habe ich vor. Halten dann ja auch die Redezeit an. Hochgeschätzte Frau Kollegin Hendricks, es war nicht vor einem Jahr, es war vor zwei Jahren. Die Freien Demokraten haben maßgeblich an dieser Grundgesetzänderung mitgewirkt. Ohne Sie, ohne uns wäre diese Grundgesetzänderung gar nicht gekommen. Ich war 14 Jahre Landespolitiker und habe das alles mitgemacht und weiß auch, ob der knappen Ressourcen auch in der Bildungspolitik für die Länder, Frau Kollegin. Ich will Ihnen nur eines sagen. Das, was wir da umgesetzt haben, und da hat ja gerade die Große Koalition gebremst, wir haben gesagt, es kann nicht nur darum gehen, Tablets auszugeben, sondern die müssen auch gewartet werden und das muss funktionieren. Das können wir nicht alles den Lehrern aufdrücken. Daraufhin hat diese Bundesregierung, die Sie mittragen, Frau Hendricks, eine Bund-Länder-Vereinbarung beschlossen. Die ist so bürokratisch, wie wir mittlerweile wissen, wie wir nach zwei Jahren, Herr Kollege Rebeck, mittlerweile wissen, dass die Schüler
davon nicht profitieren. Und es kann doch eine Bundesregierung und eine Partei, die sich auch als Bildungspartei versteht wie die SPD, nicht kalt lassen, dass das Geld nicht bei den Schulen ankommt. Ich erwarte, dass wir die Verantwortung tragen, meine Damen und Herren. Ich komme mir manchmal auch bei Ihrem Wortbeitrag jetzt, Frau Hendricks, vor, wie in einem schlecht gebührenführten Baumarkt nach dem Motto, das ist nicht meine Abteilung. Doch Bildungspolitik ist mit dieser Grundgesetzänderung auch die Abteilung des Deutschen Bundestages und dieser Regierung. Und verdammt noch mal, wir müssen es auf den Weg bekommen, dass dieses Geld bei den Kindern ankommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Scholz, Sie werfen in diesem Haushalt mit Milliarden um sich. Sie machen Rekordschulden, insbesondere um den linken Flügel Ihrer Partei als Kanzlerkandidat zu befrieden. Das sind, Herr Scholz, 100 Milliarden Euro zusätzlich für das Jahr 2021, die Sie vorhaben aufzunehmen. Das sind genau die Schulden, die die Kinder zurückzahlen müssen, denen teilweise in den letzten Monaten das Grundrecht auf Bildung vorenthalten worden ist. Herr Scholz, und das sage ich auch in Richtung der Union, weil es ja offensichtlich einen Vortrag in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gab über die große Haushaltslücke, die dieser Haushalt ab 2021 haben wird. Ich erwarte, gerade weil es die Kinder sind, die diese Schulden zurückzahlen müssen, die heute teilweise noch gar nicht geboren sind, ich erwarte von den Regierungsfraktionen und von der Bundesregierung, sich nicht hinzustellen und sagen, es gibt eine gigantische Finanzierungslücke. Ich erwarte von Ihnen einen Plan, wie diese Haushaltslücke in den kommenden Jahren geschlossen wird. Der liegt nicht vor, meine Damen und Herren, und das ist das, was wir anmahnen. Und zum Zweiten, neben Bildung ist eines wichtig, nämlich Entlastung. Wir werden die deutsche Wirtschaft nur wieder auf Spur bekommen, nur nachhaltig auf Spur bekommen, wenn wir entlasten. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat gerade gestern veröffentlicht, die vollständige, das sage ich gerade in Richtung der CSU-Kollegen, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages würde bis zum Jahr 2030 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 86 Milliarden Euro bedeuten und 19.000 zusätzliche Arbeitsplätze allein im kommenden Jahr schaffen, meine Damen und Herren. Auch das verweigern Sie dieser Entlastung den Menschen. Und deswegen sage ich, Herr Scholz, in aller Klarheit, Steuergeschenke an die Bank der Superreichen einerseits zu sanktionieren und sogar mitgemacht zu haben, aber auf der anderen Seite der Mitte der Gesellschaft die jetzt notwendige Entlastung zu gewähren, das ist eine Schande in der Haushaltspolitik in Deutschland. Es kann nicht angehen, dass wir jetzt nicht die Entlastung machen, die dieses Land nötig hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, ich sage in aller Deutlichkeit, Schluss, Sie sind jetzt am Ende. Den letzten Satz, Frau Präsidentin. Mit der Rede ist er zu Ende. Den letzten Satz, Frau Präsidentin, richte ich an die Kollegen der Union. Meine herzliche Bitte, weil hier sind viele gute Reden von Ihnen in dieser Woche gehalten worden, meine herzliche Bitte an Sie, liebe Kollegen der Union, ist, dass das Thema Entlastung der Mitte der Gesellschaft nicht immer nur Wahlkampfthema, sondern endlich ein Regierungsthema wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christian Dürr. Vielen Dank Ihnen. Nächste Rednerin, Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke.